Nein, wie geil ist das denn? Und da bin ich wieder. heute geht's mal um diese Kekse. Nein, Quatsch, die kommen natürlich weg. Es geht natürlich hier um dieses kleine Paket, was wirklich kaum größer ist als meine Hand. Vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner. Und ja, das wollen wir jetzt einmal zusammen auspacken. Das war heute drin, nach Feierabend, habe ich das in meinem Briefkasten gesehen. Und ich kann mir denken, was schon drin ist, weil hier so ein bisschen füllt man das hier auch, ne, so ein bisschen. Ich denke, das sind hier diese Pinöppel, ne, für den Kickstarter, ne, diese Kickstarter Abdeckung quasi. Ne, aber da ich halt die nicht mehr brauche, denke ich mal, wenn der Kickstarter sie jetzt gut mitmacht, ne, weil gestern habe ich es geschafft, dass er beim dritten Mal angesprungen ist. Ne? Beziehungsweise beim ersten Mal. Und heute Mittag in der Mittagspause, da war das so, dass ich genau dreimal runtertreten musste und dann halt, dass er dann da angesprungen ist. Wollen wir es trotzdem einmal aufmachen? Also nicht die Kekse, die können ja weg. So, so weg. Esse ich gleich noch auf. Ui, so. Ja, dann wollen wir es hier einmal öffnen. Ich hole mal eine Schere. So, einmal das kleine Päckchen hier öffnen. Denke, da ist auch. Nope. Oder? Habe ich falsch gedacht? Nein! Wie geil ist das denn? Hey! Das ist ja mal krass. Wie geil ist das denn? Okay, cool. Genial. LED-Tachobeleuchtung quasi. Ja, coole Sache, ey. Geil, bauen wir die gleich mal unten ein. So, unten angekommen beim Roller. Da müssen wir jetzt eigentlich nur noch die rechte und die linke Schraube lösen. Nur denke ich mal. Und dann können wir auch das Cockpit dann schon abnehmen. So, jetzt seht ihr auch hier die ganze Elektronik, beziehungsweise nur die, ja, so ein bisschen, ne, da, das ein bisschen besser erkennen.
Und die Lampen, die werden jetzt, also die Tachos, die LED-Birnchen, die werden jetzt, denke ich mal, so. Ja, die werden jetzt, denke ich mal, da kommen die rein, denke ich mal. Ja? Ich guck mal. Schon mal eine. Tauschen wir die auch mal aus. Dann immer hier da mit dem Tuch anfassen. Kann man jetzt sehen. Da. Ja. 12 Volt, 2 Watt. Okay. Okay. Ja, dann machen wir es jetzt mal mit anderen Bierchen auch nochmal. Jetzt mal hier die LED ein. Da ist sie jetzt auch drin, wie man sieht. Da, LED. Und das Ganze jetzt wieder. Einstecken und das andere dann auch nochmal wiederholen bei den anderen beiden Lampen. Oder ich weiß jetzt nicht, wie viel dann da vorhanden sind. Ich denke mal noch 2, glaube ich. Ich guck mal gerade. So, fertig. Ja, jetzt eigentlich nur noch zusammenschrauben. Nur ganz vorsichtig. So, endlich bin ich jetzt fertig und ich habe jetzt auch extra eine dunkle Umgebung ausgewählt und ja, jetzt seht ihr mal, wie es aussieht. Ich mache jetzt mal Zündung an. Krass, oder? Ja, da seht ihr es. Also ein bisschen dunkler, sag ich mal so, als die Originalbeleuchtung. So. Kann das ein bisschen besser erkennen, glaube ich. Ja. Ah, und ich habe hier auch noch
den Blinkerschalter auch nochmal mit LED hinterlegt. Ja, ein bisschen dunkler, sei mal so. Aber ja, ne? Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Und wenn nicht, dann baue ich es einfach wieder zurück. Ne? Jo. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, haut rein.